Schlimm genug. Aber wir kippen noch mehr rein. Ist das Meer noch zu retten? Oder ist es schon längst eine riesige Kloschüssel geworden? Ich esse nicht gerne aus einer Kloschüssel. Und der hier auch nicht. Erinnert ihr euch an die schönen Unterwasserbilder am Anfang des Films? An die vielen Tiere im Meer? Das war hier. Ja, genau hier. Aber vor fast 20 Jahren. Und jetzt sieht's hier so aus. Tja, da hat man nur geglaubt, das Zeug verteilt sich, löst sich auf. Von wegen, es funktioniert nicht. Ja, in der Badewanne, wenn man da einen Stöpsel zieht, nicht, dann verschwindet der Dreck im Abfluss. Aber das Meer hat keinen Stöpsel. Der Dreck bleibt drin. Ja, ja, ich Dreck war es nicht, klar, und ihr auch nicht. Das waren die anderen, die Bösen da. Denen müsste man mal Bescheid sagen. Protestieren müsste man, da müsste man... Ja, was ist das denn? Ja. Womöglich wieder, ja, so eine Ölschmiere, das, Himmel, das bleibt doch immer dran. Das muss man abmachen. Ja. Ja. Ich kriege alles in die Socken. Ja. Klebt ja teuflisch, das Zeug. Ja, da kann man sich mal vorstellen, wie es einer Möwe geht, wenn sie Öl ins Gefieder kriegt. Und diese Teerpampe hier ist ja nichts anderes als Ölrückstände im Salzwasser. Ja? Ja, das verklebt dann hoffnungslos das Gefieder, das Zeug hier. Und wenn sie sich dann putzt, die Möwe, dann kriegt es auch noch in den Magen und vergiftet sich. Und weg kriegt es trotzdem nicht. Denn sie haben ja kein Benzin oder Pinselreiniger oder irgendein Lösungsmittel. Wo habe ich es denn hier? Ah ja, da. Damit müsste es ja gehen. Ne? Ja, bitte. Das löst die Sache auf. Ja. Ja, so wird es. So, na bitte. Oh. Siehst du, da habe ich vorhin geschimpft auf die Bösen, die ihre Säure ins Meer kippen. Und was mache ich? Dasselbe. Ja, ja, ich weiß. Ist ja nur ein kleiner Lappen. Aber das sagen die Chemiefritzen ja auch. Es ist ja nur ein kleines bisschen Chemie. Aha. Nee, nee, der Lappen hier und so manch anderer Haushaltsmüll ist genauso gefährlich fürs Meer wie diese Säureschiffe da. Ja. Der einzige Unterschied ist nur, die Meeresverschmutzer, die wissen, was sie da machen. Aber wir nicht immer. Oder wir denken nicht dran. Hm? Aber es ist schon so. Gut, wir schütten unseren Müll ja nicht direkt ins Meer. Wer macht das schon? Trotzdem, ein großer Teil davon landet genau hier im Wasser. Auf ganz verschlungenen Wegen. Verfolgen wir doch mal diese weggeschmissenen Batterien. Wie jeder weiß, darin sind giftige Schwermetalle. Quecksilber und Cadmium zum Beispiel. Ja, da liegen sie nun und vergammeln. Und die Gifte geraten in die Umwelt. Also, immer schön in den Mülleimer damit? Nee, das hilft überhaupt nicht. Denn auf der Mülldeponie zersetzen sich die Batterien genauso. Und der Regen spült dann die Gifte ins Grundwasser. Und das gelangt irgendwann ins Meer. Da haben wir den Salat. Und wenn man sie in einer Müllverbrennungsanlage verbrennt, hilft das? Nee. Das Zeug geht ja mit den Abgasen in die Luft und rieselt irgendwann wieder runter. Auf Pflanzen, auf die Erde, ins Grundwasser und ins Meer. Also da gibt's nur eins. Batterien sind Sondermüll. Die müssen getrennt gesammelt werden, in solchen Tonnen. Oder da, wo man sich neue holt, im Elektroladen. Oder bei solchen Sammelstationen. Das ist sicher die beste Lösung. Denn hier wird auch gleich sortiert. Batterien haben ja verschiedene Giftstoffe. Die kleinsten sind oft die schlimmsten.
Ja, und wenn wir schon mal hier sind, sollten wir auch vorher den Schrank unter der Spüle aufräumen. Und die Garage oder den Keller. Da kommt sicher eine Menge von diesen Giften zum Vorschein. Sprühdosen, Lacke, Lösungsmittel, Verdünner, was weiß ich. Alles giftig, wenn es in die Luft gerät oder ins Grundwasser. Ja, das ist alles Sondermüll und muss extra vernichtet werden oder recycelt. Aber nicht einfach so wegkippen. Und so natürlich auch nicht. Und schon gar nicht solche starken Reiniger benutzen. Denn all das gerät ja dann ins Klärwerk. Hier sollen Mikroorganismen das Wasser reinigen, aber die vergiften sich ja selber an dem Zeug. Und sterben. Und so läuft denn die ganze schädliche Chemie hinten wieder raus. In den nächsten Fluss. Das ist schon so. Von unseren Spülbecken aus führt eine direkte Leitung ins Meer. Da müssen wir aufpassen. Seltsame Kreisläufe wieder, ne? Und wir mittendrin. Ja. Nur ist es aber Gott sei Dank ja nicht so, dass alle Fische hier krank sind oder vergiftet. Nö, nö. Noch ist es nicht so weit. Noch kann man den einen oder anderen rausholen, ohne dass man das Gefühl hat, man holt sie aus der Mülltonne, ne? Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen uns beeilen und das Meer sauber machen. Na, ich glaube, heute beißt nichts mehr an. Weit und breit kein Plattfisch. Aber ich habe langsam Hunger. Oh ja, Ei und Speck, das ist doch auch was Feines, ne? So, ja. Und ich denke, ich komme morgen wieder. Und dann setze ich mich wieder hierher und stelle mir vor, wie das Meer früher wohl war. Sauber und voller Leben. Na ja, gut. Einer hat den anderen gefressen im Meer, aber alle hatten sie zu fressen. Und alle waren sie gesund. Auch die Menschen, die sich die Plattfische da rausgeholt haben. Und so muss es wieder werden. So kann es auch werden. Wir müssen nur aufpassen. Und wir müssen das Meer gut behandeln. Ja, als dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Da, 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 da.